Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Grim Forest aus dem Hause Druid City Games. Mein Name ist Nils von Cyrils Brettspiele durchgespielt. Ja, und heute spielen wir Grim Forest. Da ist ja schon eine sozusagen Aktions-Gleichzeitig-Aussuchen-Spielvariante ist, nehme ich hier immer verdeckt die Karten währenddessen und weiß nicht, wo die Leute hingehen. Warum? Naja, sonst würde ich ja nur schummeln. Später im Spieleverlauf werde ich für einen, nämlich für den grünen Spieler, sinnvoll spielen, aber am Anfang werde ich das mal so machen. Also, der Grüne geht hierhin, zack. Mal gucken, wo der Gelbe hingeht. Der geht hierhin. Und wo geht der Blaue hin? Freundlich? Nein, der geht auch zum Brick. Ja, so kann das nämlich gehen, wenn man das zufällig macht. Ja, da keine anderen Karten gespielt wurden, nimmt der sich erst hier einmal das Stroh herbei. Der hier, diese beiden müssen sich das teilen. Hier, dafür kriegt jeder einen hier. Zack. Und das ist dann Gelb und Blau. Ja, und dann last but not least, das war dann auch schon die Gather-Phase, kommen wir also jetzt dazu, was zu machen. Und er wird hier als allererstes mal zwei von diesen hier investieren. Ich nehme also drei zurück. Hier als erste Aktion baue ich wirklich mal hier ein kleines Basisteilchen. Und als zweite Aktion nehme ich mir eine Fabelkarte. Die lese ich gleich durch, wenn ich mal einen Schnitt mache. Er hat nur eins. Er könnte jetzt zum Beispiel als zweite Aktion sich einen nehmen, als erste Aktion, und als zweite Aktion eine Basis bauen. Damit kann er dann keine Sonderaktion mehr machen und er nimmt einfach zwei Fabelkarten. Das war dann auch schon das Ende der Runde. Die Leute kehren zurück. Jetzt gibt es noch eine Aufpassphase, das habe ich gestern im Regelvideo ganz vergessen. Man packt einfach hier neue Sachen hin und zwar wieder so, als wenn sie vorher da gewesen wären. Und jetzt sieht man schon, hier selbst wird geteilt, kriegt man da 8 Ressourcen liegen da. Das heißt, selbst geteilt kriegt man 4 Holz. Das ist natürlich schon ganz lecker. Aber jetzt beginnt natürlich das Mindgame. Also das Spiel im Kopf, wer geht wohin. Jetzt lese ich mal eben die Fabelkarten und mache einen kurzen Schnitt. Wie schon versprochen, der Grüne überlegt sich immer, was er macht. Die anderen beiden sind zufällig. Also der Grüne spielt diese Karte, der Gelbe spielt diese Karte und der Blaue spielt ebenfalls diese zwei Karten. So, das ist erst einmal das, was man an Karten spielt. Es ist hier auch klar übrigens aufgezeichnet, in welcher Reihenfolge das mal. Also die Runde starten, dann die Karten ausgesucht. Jetzt revealen wir die Fable Cards. So, dieser hier ist Startspieler, das heißt, der hat keine Fable Card, dieser hier hat eine. Guck mal, hier, Knight at a Tavern. So, when revealed, draw one friend card per player, also eine Freundeskarte pro Spieler. Ich kann eine behalten und die anderen zufällig verteilen. Wir machen hier Discard Piles. So, das heißt, ich ziehe jetzt 3 Freundeskarten und gucke mal, was sie haben. Hier, also, der Froschprinz, den habe ich. The spell is broken. At the end of the gather phase, if you are at a location with another player, discard the frog prince and gain one friend from the discard pile. Then gain one resource of your choice. Nicht schlecht, aber in diesem Augenblick, weil ja noch keine Freundeskarten auf dem discard pile sind, vielleicht eher schlecht. Rapunzel. Start of the round. Haben wir nicht. Vielleicht zu auf one type onto this card. Aha, special. If you're alone at a location, gain all the resources from Rapunzel. Auch interessant, aber auch erst später gut. Naja, andererseits auch in jeder Runde später gut. Und dann noch Goldilocks. Goldlöckchen. Aha. Also ich glaube, ich nehme hier Goldilocks und die anderen zwei werde ich jetzt hier zufällig verteilen. Zufällig ist natürlich bei 2 echt schwierig, aber so haben wir es gemacht. Immer rechts daneben liegt sie. Aha, er hat den Froschkönig abgekriegt, dann hat er den hier. Da wir uns schon mitten in der Runde befinden, wird Rapunzel natürlich diese Runde nicht kommen. Als nächstes seine Fable-Karte. Aha, der Big Bad Wolf. Das ist auch fies, also es ist nur der Wolf. Also, wenn da ein Monster-Symbol drauf ist, wie hier, darf ich ein Monster, nämlich in diesem Fall einen Wolf, zu einer Location setzen. Hierhin kommt der. Und das ist ganz witzig, wie wir uns mal eben hier durchlesen. Falls da jemand hingeht, werden alle Ressourcen zerstört. All the resources.
bevor die collected werden können, wenn jemand in den Wald geht. Demzufolge ist er natürlich nicht in den Wald gegangen, er ist natürlich hier hingegangen. Ja, wo ist er hingegangen? Zufällig auch aufs Strohfeld, ist ja auch interessant. Und wo ist er hingegangen? Er ist in den Wald gegangen, schade. Dort hätte er jetzt 8 gekriegt, das hilft ihm aber nichts. Also, die gehen weg, das Monster geht auch weg und diese teilen sich diese Ressourcen hier. Ja, damit haben wir dann auch schon diese Phase. Ich habe das hier schon mal aufgeteilt. Jetzt haben wir natürlich hier den Froschprinzen. Der sagt ja, End of the Gather Phase, was ich ja jetzt bin. If you are at a location with another player, discard the Frog Prince, gain one frame from the discard pile, then gain one resource of your choosing. So, also der wird hier hergelegt, auch wenn ich keinen anderen holen kann. Der kommt zurück. Ich kriege natürlich hier 2 davon. 2 davon gehen zu dem, der kommt auch zurück und der kommt auch zurück. Eigentlich kommen die noch nicht zurück. So, und er darf sich jetzt noch eine Ressource auswählen und er nimmt sich hier mal einfach einen Brick. Ja, damit haben wir das schon. Der hat gar nichts gekriegt. Sehr, sehr ärgerlich. 2 Aktionen hier bei ihm. Ja, er baut natürlich auch für das 2 Zeug hier gleich eine Basis hiervon. Warum nicht? Ist ja okay, kann man, denke ich, machen. Für seine 2. Aktion zieht er einfach eine Freundeskarte und legt die oben rauf. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, bei ihm sieht es so aus, dass er einfach mit der 1. Aktion 3 Freundeskarten zieht und sich dann eine aussuchen darf. Und mit der 2. Da nehme ich mir einfach mal eine Ressource, damit ich auch irgendetwas habe. So, und ich darf mir gleich eine aussuchen. Das mache ich aber gleich, wenn die Kamera aus ist. Wobei, das kann ich wieder auch so. Ah, die mag ich gerne. So, also, die beiden dürfte ich jetzt in jeder Sorte wieder rauflegen. Ich lege die mal so rauf. So, und dann, eigentlich hätte man so auch 2 ziehen können. Ja, und seine 1. Aktion wird sein, 4 hiervon bauen. Hier 4 Stroh bauen. Damit kriege ich jetzt hier erst einmal das nächste Teil hier. Das ist diese Wand, sieht ja auch schön aus. Einen habe ich noch. Wenn ich Wand baue, ziehe ich eine Freundeskarte und suche mir die aus. Pinocchio hier mal eben. Auch schön, ja. Pinocchio. Ja, Pinocchio wird hier hingelegt und da gucken wir einfach mal, ob man lügt, weil mein Rapunzel gefällt mir auch. Und die 2. Aktion wird sein, ich nehme mir nochmal ein wenig Stroh. Ja, und dann last but not least, wobei, nee, anstatt des Strohs nehme ich mir einfach lieber eine Fabelkarte, denn die sind ja ganz gut. Ja, und last but not least, wir füllen hier wieder auf und natürlich können wir noch ein paar weitere Runden spielen. Jetzt sieht man hier schon, dass es beim Brick ordentlich was geht und jetzt müssen wir hier Start of the Round lesen. Da haben wir einmal diese Karte und einmal Pinocchio. So, ich habe schon wieder gewählt. Er nimmt hier 2 Körnchen rauf, denn er will ja unbedingt das Haus weiterbauen. Er sagt, er geht mal zum Holz. Ob er die Wahrheit sagt oder nicht, werden wir sehen. Habe ich mir aber auch angeguckt und er auch. Jeder spielt hier eine Fabelkarte dazu. Das sind die Karten, die wir spielen. Er ist Startplayer, also wird er als allererstes das zeigen. Die magische Lampe, when revealed, draw the top 3 cards of the Fable Deck, choose one to play immediately und discard the other ones. So, falls der Genie da drin ist, da ist er aber nicht drin. So, jetzt lese ich die mal eben durch, hier wieder. Und ich nehme die, ich gucke mir beim Crystal Ball an, eine Face-Down-Karte und danach dürfte ich die noch ändern. Also er sagt ja, er geht mal zum Holz, das glaube ich ihm mal. Das würde ihm ja 2 Karten geben, also gucke ich hier mal hin zu Rapunzel. Aha, die geht zum Stroh. Dann wäre es ja ganz gut, wenn ich dahin gehe. Was hatte ich ausgewählt? Hatte ich sogar. Also, ich bleibe da. So, der Crystal Ball ist abgearbeitet. Was hat er denn für eine Fabelkarte gespielt? Wishing Well.
When reveal, exchange any together cards before they are revealed without looking at them. So, also werden diese beiden hier jetzt ausgetauscht und die gehen woanders hin. Damit ist dann natürlich auch das Versprechen falsch. Und er hier, Ghostly Whispers, end of the gather frame. If you are alone at a location, draw four fable cards, keep two. Okay, gut, dann gucken wir also, wer wohin geht. Wo geht er jetzt hin? Er geht jetzt in den Wald. Okay, gut oder nicht gut. Er geht hier jetzt in das Strohfeld. Sehr gut. Und er geht wirklich dahin. Ja, und damit kriegt wirklich jeder was hier. Er hat nicht die Wahrheit gesagt, weil er hier jetzt eine falsche hat. Ist okay, aber er ist alone. Er darf jetzt die Top 4 ziehen und sich zwei aussuchen. Ihr seht schon, das Ganze ist immer mit vielen Schnitten verbunden, weil das so ist. Er hat hier nichts gekriegt. Der Crystal Ball, hatte der noch was gemacht? Muss ich nochmal gucken? Nein. Ja, und bei ihm ist es so, hier gibt es ja noch die zwei. If you are alone at a location, gain these resources auch. Also der bekommt auch noch die Resources, so, und der bekommt die. Jeder hat jetzt ordentlich Ressourcen abgegriffen und damit kann man ordentlich was machen. Jetzt muss ich mir noch diese hier angucken. Ja, die zwei Aktionen dann einfach hier eine Dings bauen, natürlich, klar, und wieder hier diese benutzen, drei Fabelkarten ziehen, eine und die anderen in der Order zurücktun. Jetzt habe ich das wieder nicht gemacht. Den. Ich glaube, den nehme ich so und die beiden gehen jetzt mal zurück. So, was hat er hier? Er baut natürlich für 6 jetzt ein Dach. Super, hier für 6 ein Dach. Klar, zack, rauf da. Und für 2 nochmal einen Grundriss, denn man kann ja auch mehrere Sachen bauen. Das waren seine zwei Aktionen. Ja, und bei ihm ist es so, er baut für 4 eine Wand, denn er möchte jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich gerne einen neuen Freund, ob er Pinocchio behält oder nicht. Sleeping Beauty, start of the round, choose a player, they must play the top card from their Fable deck as their Fable card without looking at him. Na, da würde ich auch mal sagen, Gabe geht's ganz gut, der muss es nehmen, der kann es auch nicht ablehnen, bekommt es also. Das war Aktion 1, ja, und Aktion 2, damit kann ich ja im Moment nichts mehr machen. Das heißt, Aktion 2 wird sein, eine Ressource meiner Wahl nehmen. Das ist diese nächste Runde, schaffe ich es dann vielleicht fertig zu sein. Ihr habt jetzt gesehen, die ersten 3 Runden. Wir bauen jetzt wieder auf und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder zur nächsten Runde. Aber ich würde sagen, ab jetzt mache ich das etwas schneller. Diese Fable Cards und so, die lese ich jetzt einfach nur noch für mich. Wo geht er hin? Das muss er ja vorher sagen. Und er sagt mal, er geht jetzt mal hier zum dem hier, zu dem Brick. Und er hat seine Start of Your Round Card leider nicht mehr, sehe ich gerade. Sleeping Beauty hat übrigens gesagt, der Startspieler wartet, dass er eine Fable-Karte spielen soll, randomly. Und die gucken wir uns jetzt erst einmal an. Big Bad Wolf, end of the all players at the Big Bad Wolf's location must destroy one straw of Woodhouse Section of your choosing. So, okay, gut. Dann tue ich doch mal den großen bösen Wolf, den Big Bad Wolf, hier hin, dahin. Schauen wir mal, ob er da ist. Wobei der Big Bad Wolf ist eigentlich ein anderer. Das hier ist der Big Bad Wolf. So, also dort ist der Big Bad Wolf. Wenn also jemand da hingeht, ja, dann muss er das destroyen. Was hat er für eine Fabelkarte ausgewählt? Er hat Hidden Wall at the end. All players of your gain two resources of the type produced at the location. Auch schön. Ja, und er hat keine gespielt. Wo geht er hin? Er geht in der Tat zum Stroh. Schade. Wo geht er hin? Er hat richtig gelegen mit dem Brick und damit kriegt er, glaube ich, 2. Ja, kriegt schon mal 2, weil er die Wahrheit gesagt hat. Und wo ist er hingegangen? Das war ja wieder zufällig auch dorthin. Ja, da würde ich mal sagen, also hier an der Stelle erstmal dorthin gehen. Da liegen noch die 3. Jeder kriegt einen davon. Zack, einen. Einer bleibt liegen und jeder kriegt aber auch noch, wie viel?
zwei extra, die dort produziert werden. Da ist jetzt natürlich Gelb wirklich fett ausgegangen von. Ja, und er kriegt zwar die 5 hier, muss aber am Ende eine Basis zerstören. Nicht so schlimm, denke ich. Das waren dann auch schon die Auswirkungen dieser Spezialkarten. Damit können die weg. Und jetzt haben wir noch die drei Aktionen hier. Er baut einfach mit 1, 2 gleich mal drauf zu. Eine Basis und ein Mittelhäuschen hier. Ja, und ihr seht schon, wie das Spiel abgeht. Dafür gibt es eine Freundeskarte. Schön. Damit kann ich andere Ressourcen nehmen. Ihr seht schon, das ist natürlich ein Take-That-Spiel. Also hier versucht man sich gegenseitig ordentlich in die Fresse zu hauen. Ja, hier 6 davon ist ein Dach. Und man muss jetzt hier einfach versuchen, möglichst schnell zu sein. Hier die nächste Basis. 2 als nächste Basis. Und so kriegt man immer wieder Fabelkarten und so weiter und so fort. Er könnte jetzt weitere Fabelkarten nehmen, hat sonst nicht viel. Er könnte aber auch erstmal mit der ersten Aktion einen weiteren Brick nehmen und dann den oben raufsetzen und kriegt dann auch wieder einen Freund, den er kriegt. Jetzt habe ich ganz vergessen, natürlich hat dieser hier vorhin dieses hier als erste Aktion gekriegt, hätte was gekriegt und dieser hier würde jetzt dieses hier als erste Aktion kriegen. An dieser Stelle möchte ich abbrechen und nicht weiterspielen, weil ihr seht schon, das ist eine ganze Krücke für mich, Grim Forest durchzuspielen, weil ich ja mich selber gar nicht bescheißen kann mit den Locations. Und ihr seht schon, nach dem ersten Drittel des Spiels ungefähr, dieser hier kriegt einen Vorteil, weil ich bei denen zufällig gezogen habe. Und ihr habt jetzt einen guten Eindruck von The Grim Forest aus dem Hause Druid City Games. Und morgen reden wir nochmal über das Spiel, über meine Eindrücke, über mein Final Fazit. Aber fürs Durchgespielt soll es das mal heute gewesen sein. Das war Nils von Cyrils Brettspiele. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute.